Hallo und herzlich willkommen zur Online-Ausgabe des 36. DocFest München. Von wo auch immer Sie gerade zusehen, schön, dass Sie sich eingeklickt haben. Mit Ihrem Klick und Ihrem Interesse sind Sie Teil des größten Dokumentarfilmfestivals Deutschlands. Ich bin Christina Schranz, Moderatorin und Filmemacherin, und wie Sie sehen, befinde ich mich gerade im imposanten Silbersaal des Deutschen Theaters, wo normalerweise unsere große Eröffnung stattfindet, die Reihe Ganz großes Kino und auch viele Partys. Dieses Jahr ist, wie Sie wissen, alles anders, und aus diesem Grund haben wir versucht, Ihnen zumindest ein bisschen eine feierliche Festivalstimmung nach Hause zu bringen, indem wir unsere Filmgespräche hier führen und präsentieren. 131 Filme aus 43 Ländern haben es ins diesjährige Programm geschafft, so auch der aktuelle Film von Uli Meier, Ich habe in Moll geträumt. Er läuft in der Filmreihe Münchner Premieren in Kooperation mit dem Literaturhaus München. Und ich freue mich jetzt sehr, dass der Autor, Regisseur und Produzent des Films, Uli Meier, zugeschaltet ist. Grüße nach Zürich. Hallo. Ja, hoi, der freut mich auch sehr, sehr, sehr. Ja, mich freut's. Du hast vorhin erzählt, es ist das erste Mal, dass du eine Zoom-Konferenz in diesen Zeiten führst, und schön, dass es klappt. Ja, ich bin auch ganz erleichtert. Sehr gut. Jetzt mal eine kurze Frage. Du hast in deiner Grußbotschaft ja erwähnt, dass die Idee zum Film in einer Bar in Zürich entstanden ist. Exakt. Wie sagt man, wie das Schicksal so will. Wenn man dieses Buch mit diesem Titel, Der Himmel ist blau, ich auch, von dem habe ich wirklich in Zürich in einem Lokal, das auch berühmt ist für sein Konzertprogramm, das geht lokal in Zürich, wo auch diese Dos Hermanos, die in diesem Film ja auch eine wichtige Rolle spielen, weil sie dieses Buch ja vor Jahren entdeckt haben, und die haben auch schon dort konzertiert, und über dieses Konzert hat mir dann mal ein Freund erzählt und dann von diesem Buch eben auch erzählt, und sonst wäre ich auch nie wahrscheinlich drauf gekommen. Was hat dich denn am Buch und an der Art, wie Walter Rufer geschrieben hat, am meisten fasziniert? Ja, eigentlich alles. Also natürlich ist der Titel schon erste Sahne, oder? Was muss man sagen des Buches? Mir hat der Umschlag, das muss ich auch sagen, unglaublich gefallen schon. Aber dann, ja, es ist einfach... Zuerst musste ich einfach wahnsinnig lachen. Es ist wirklich unglaublich lustig und so hintergründig lustig. Es ist für mich auch sprachlich toll, weil es so mit diesen knappsten literarischen Mitteln ganze Geschichten erzählt. Und ja, ich musste wirklich nochmal laut lachen. Das passiert mir sonst selten. Also, und dann aber habe ich immer mehr gemerkt, es gibt in diesem Buch eine Traurigkeit und eine Verzweiflung. Und es ist eigentlich ganz am Schluss eigentlich eine Geschichte, die sehr nachdenklich macht, aber alles in dieser Heiterkeit erzählt. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefallen. Und ich muss eben jetzt noch dazu sagen, ich von diesem Freund, der mir das in diesem E-Lokal diese Geschichte erzählte, von der Wiederentdeckung dieses Buchs, der ist freundschaftlich verbunden mit der Familie Rufer. Und der kannte die Geschichte von der Wiederentdeckung, wie die Familie davon erfährt, die kannte er. Und das war natürlich schon mal auch spannend. Natürlich, ich habe das Buch dann schon mit anderen Augen nochmals gelesen. Ja. Wie ging es dann weiter? Also wen hast du als erstes auf deiner Recherchereise kontaktiert? Das allererste war, vor der Recherchereise habe ich mit diesen Kindern, mit Sarah und Urs, Kontakt aufgenommen, gesagt, was ich gerne möchte, mit meiner anderen engen Mitarbeiterin, die Andrea Bürgi, die das auch sehr begleitet hat, diese Interviews-Geschichte. Und da sind wir zu denen, haben gesagt, was wir wollen, und gleich den Tarif durchgegeben: Wir machen keine Vorgespräche. Wir wollen sofort drehen. Und der Grund dafür war, diese ganze Geschichte liegt ja zum Teil Jahrzehnte in der Vergangenheit. Und meine Hoffnung war, dass diese Geschichte zu erzählen, heute im Kino, erst Lebendigkeit gewinnen kann in der Unmittelbarkeit des Erinnerns. Und darauf haben wir ein bisschen gesetzt.
und sind dann eigentlich gut gefahren. Wir haben dann als erstes mit der Witwe von Walter Rufer Kontakt aufgenommen, beziehungsweise die Kinder haben das aufgegleist und die waren dann auch voll begeistert dabei und haben dann zuerst mit ihr das Interview gemacht. Und das war eigentlich der Schlüssel zu sagen, wir fahren weiter. Dieses, was da erzählt wurde an gelebtem Leben, sage ich jetzt mal. Und ja, wir sind also schwer beeindruckt nach Hause gefahren damals. Das war im Januar 2015. Und haben dann gesagt, jetzt versuchen wir da mal die Recherche zu machen und sind dann auf München als nächstes. Und haben dann 4 Tage all diese Münchner Zeitzeugen gefunden, mit ihnen gesprochen. Und danach haben wir dann die restlichen Interviews in der Schweiz noch gemacht mit den Kindern und weiteren Zeitzeugen. Was ja auch eine sehr schöne Qualität deines Films ist, dass eben so viele Menschen zu Wort kommen. Und teilweise hast du es jetzt auch schon erzählt, dass ihr auch sehr behutsam umgegangen seid, also in den Gesprächen, vor allem mit der Familie Rufer. Und das ist eine große Qualität des Films, wie ich finde. Also das auf Augenhöhe sein, auch zuzuhören, zuhören zu können. Ja, es freut mich, dass es auch so offenbar rüberkommt, also diese Nähe. Und es wurde ja von Anfang an, bei mir war das klar, meinen Mitarbeiterinnen war das klar, also die Annette Brütsch ist die zweite Mitarbeiterin, die dann in Deutschland bei den Interviews dabei war und die den Film auch geschnitten hat. Und uns war von Anfang an klar, da gehen wir auf heikel, auf ein sensibles Feld, oder? Mit dieser Familiengeschichte. Und es funktioniert nur über Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen. Und es ist ein hässliches Wort, Empathie. Ich mag es nicht, aber fällt mir jetzt gerade kein besseres ein. Also diese Nähe. Und dafür muss ich auch sagen, es war unglaublich, diese Familien, wie sie uns diesem Projekt vertraut hat. Und ich glaube auch, wir haben etwas, was jahrzehntelang wie unter dem Deckel war, diese Geschichte, innerhalb der Familie. Also nicht, dass man das nicht gewusst hatte, aber dieser Zugang, dass jemand von außen kommt und sich dafür interessiert und wer dieser Walter Rufer ist und was es gebraucht hat, für dieses Buch zu schreiben, es ist ja das Einzige in seinem ganzen großen literarischen Nachlass, der das dann auch veröffentlicht wurde. Und ich glaube, auch wenn man dann die ganze Geschichte, die Tragik von diesem Walter Rufer und diesem Leben, wenn sie dann da liegt, dann begreift man, wie sensibel diese ganze Geschichte war und wie dankbar wir sind, dass wir dieses Vertrauen bekommen haben von der Familie. Und übrigens auch von allen anderen Zeitzeugen, die in diesem Film mitwirken, die eigentlich alle mit großer Begeisterung dabei waren. Du kommst ja, du hast ja vor Jahren eine Fotografielehre gemacht und kommst aus der Fotografie und man merkt deinem Film ja auch eine bestimmte Ästhetik an. Vor allem in den Bildern, wenn ihr den Regen gefilmt habt oder die Alltagspoesie, nenne ich es mal, in München oder die Möwen, die Jahreszeiten. Wie ist es zu dieser Bildebene gekommen? Ich sage mal, in der Drehvorlage, die ja man dann für diese Eingaben für die Finanzierung schreiben muss, habe ich sie unter Gestaltung, habe ich diese Bilderwelt einen Namen gegeben, das imaginierte Schwabing von Walter Rufer. Das trifft es eigentlich am besten, weil diese Bilderwelt mehrere dramaturgische Funktionen in der Erzählung, in der Filmerzählung hat. Und die wichtigste ist, dass diese Bilderwelt auf einer emotionalen Ebene eine Brücke schlägt zu diesem Protagonisten, dem schriftstellerischen Alter Ego von Walter Rufer, und man darf annehmen, eben sehr stark auch autobiografisch zu Walter Rufer. Und das ist eine Brücke, die zu der inneren Befindlichkeit dieser Figur führen soll. Es ist eine sehr persönliche Bildsprache, wie du sagst. Sie ist sehr angelehnt hier an der literarischen Form dieses Buchs, also dieses Erzählen von Geschichten mit knappsten literarischen Mitteln, ist in dieser Welt, Bilderwelt auch dann so fotografisch, mit knappsten fotografischen Mitteln Geschichten zu erzählen. Ja. Mhm.
Und das dann über die Jahreszeiten hinweg eigentlich. Das ist wirklich immer eine schöne Klammer, das dann im Film auch zu spüren. Der Filmtitel Ich habe in Moll geträumt ist ja auch ein Auszug aus dem Buch. Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, das mit diesen Filmtiteln ist ja immer eine heikle Sache, dass man da, das kennst du ja dann auch als Filmemacherin wahrscheinlich, bei mir war das aber sehr, sehr schnell klar. Also als ich dieses Buch gelesen habe, und schon, das ist großartig, oder? Es ist ja in Anlehnung an ein Gedicht. Er erzählt ja von etwas anderem, von einer anderen Person auch, aber es trifft natürlich das Ganze so. Es hat dann also ein bisschen bei mir innere Konflikte gegeben. Ist er nicht ein bisschen zu lang, der Titel? Ist er für das Internet und so? Also, aber es, als der mal da stand, das war schon vor 4 Jahren oder so, ist nicht mehr wegzudenken gewesen. Ja, man sieht ihn ja ganz leicht angeschnitten hinter dir, das Filmplakat, genau. Mit dem Titel zumindest. Und genau, mit einem, ich kann noch, also noch ein bisschen hochschwenken. Ja, sehr schön. Und einer Fotografie von Walter Rufer. Genau, aus dem 1958 in München, aus seiner Zeit, in der er in München war. Die Familie von Walter Rufer, hat sie den Film schon gesehen? Was sind so die Reaktionen zum Film bisher? Ja, das war ein tolles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Zuerst muss ich sagen, diese Familie hat uns eben, ich habe schon mal gesagt, wahnsinnig vertraut. Und ich habe ihnen gesagt, ihr seht den fertigen Film und vorher seht ihr gar nichts. Das ist einfach Spielregel. Und die waren dann auch so ganz geduldig, großartig. Und dann kam ja zum einen diese böse Pandemie, oder, die ganz vieles verunmöglicht hat. Aber wir haben dann gesagt, okay, am Weihnachten, am 25. Dezember, werden wir ein Kino mieten. Und wir gehen zu 10 Familienmitglieder und ich, gehen da rein, schalten noch meine Editorin über online dazu und schauen dann den Film. Und das war eindrücklich, weil die hat wirklich keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und ja, es sind Tränen natürlich geflossen, aber es war so eine Tränen, die nicht von tiefer Traurigkeit waren, glaube ich, von großer Gerührtheit. Und ja, es war auch für mich, ich habe gedacht, wenn jetzt kein Mensch diesen Film sieht, also diese 10 Leute hat sich das Investment schon mal gelohnt. Aber wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht bei diesen 10 Leuten bleibt. Und es hat, das muss man auch sagen, wir sind ja nachher dann noch Weihnachten feiern gegangen, also essen, so trinken zusammen. Und das hat schon sehr, also das hat alles sehr bewegt, oder? Und auch die Enkelkinder, oder? Walter Rufer hätte oder hat Enkelkinder, die jetzt zwischen 16 und 20 Jahren ungefähr sind. Und die kannten ja ihren Großvater nur aus Erzählungen, gar nicht. Und das war also interessant auch zu sehen, dass plötzlich dieser Großvater so lebendig wurde und Interessen geweckt hat. Aber wie gesagt, der Film ist kein Familientherapiefilm gedacht, sondern er ist eigentlich für ein gesamthaftes Publikum gedacht. Mhm. In deiner Grußbotschaft, die man ja auch hier auf der Dogfest-Seite anschauen kann, sprichst du ja auch davon, dass es einerseits eben die Geschichte von Walter Rufer ist, ein Einzelschicksal, aber dass der Film auch größere Themen für dich eröffnet. Welche sind das? Ja, also ich muss sagen, also als ich dann in diese Recherche hineinkam und immer mehr sich dieses Leben von diesem Walter Rufer vor mir auffächerte und so einzelne Facetten sich schärften und so ein Gesamtbild zusammengefügt haben, wurde mir eigentlich, ja, es ist nur schwer zu, also ich war zum zweiten Mal richtig berührt und zwar persönlich, weil ich glaube, diese existenziellen und moralischen Fragen, ich sage das ja auch, glaube ich, in der Grußbotschaft, diese existenziellen und moralischen Fragen des Künstlerseins, die kennt jeder Künstler und jede Künstlerin. Ich würde jetzt wetten, du würdest sagen, ich habe mich auch ein Stück weit in dieser Problematik erkannt. Und das ist natürlich dann der größere, allgemeine Wert, der diesen Film auch zu machen legitimiert hat für mich. Es ist auch, also ich habe mich auch manchmal in diesem Walter Rufer und in seinen, ja, gescheiterten Träumen wirklich wiedererkannt. Und ich bin jetzt ja nicht mehr ganz jung und wenn ich auf meine Karriere jetzt in Anführungszeichen zurückschaue,
es gab diese Momente auch, oder? Des Zweifels, der Resignation, niemand versteht mich und oh Gott sei Dank habe ich das Bier erfunden. Also, dass man sich da so, ja, einfach diese ganze Welt ist dieser Walter Ruffer da vor uns, also über Walter Ruffer erzählt wird, hat mich auch sicher sehr berührt und ich glaube eben, es wird viele Schöpfer und Schöpfer von künstlerischen Werken werden sich darin erkennen, zu einem irgendeinem Teil. Ist es auch das? Was man noch, sorry, was man vielleicht noch anspicken kann, ich gehe in die Buchhandlung und kaufe ein Buch. Oh, super, ein Buch, oder? Und lese es und wenn es super ist, ist es noch mehr super, oder? Aber was es kostet, solche Werke entstehen zu lassen, und das trifft für bildende Kunst, das trifft für Theater zu, für Filme machen, für alles, oder? Und dass jetzt in diesem Film auch so zum Thema wird, finde ich, ist auch für das Publikum von uns allen, von uns Künstlern, wenn man jetzt das große Wort jetzt hier brauchen will, ist es auch für das Publikum unserer Werke von Bedeutung, diese Geschichte jetzt miterleben zu können. Es ist so, wie du sagst, auch, es ist ja auch eine Suche. Dein Film fächert das so schön auf und man ist eigentlich so mittendrin, mit dabei und sieht eben das Schöne durch seine Poesie und in deinen Bildern dann. Also das ist wirklich ein... Ja. Ja, es ist fast wird ein bisschen rot. Fast vom Kompliment. Man sieht es noch nicht. Natürlich. Und ja, wir haben diese... Es geht ja wie ein Wind durch diese Geschichte, wie auch eben ein Wind ein bisschen durch dieses Leben von Walter Ruffer geht. Und wir haben zum Beispiel, es gibt keine fixe Kamera. Auch die Interviews sind alle mit Einbeinstativ gedreht. Es muss immer eine leichte, es ist immer eine leichte Bewegung. Das haben wir so versucht aufzufangen damit. Das Einzige, was immer statisch ist und von Stativ, das sind eben diese Bilderwelt, von der wir anfangs dieses Gesprächs uns unterhalten haben. Die sind wirklich, ich sage jetzt, erratisch auf einer Kamera und ganz klar kadriert. Mhm. Und da gibt es nichts zu bewegen darin. Uli, abschließend, was wünschst du dir für deinen Film? Jetzt ist es ja hier die Weltpremiere am Dogfest München. Was wünschst du dir für deinen Film? Welche Auseinandersetzungen? Ja, also zuerst wünsche ich natürlich dem Film, dass er sein Publikum findet. Wir können in Zürich, haben wir eine Zusage, dass wir ins Kino können, aber das böse, böse Virus spricht da immer noch das letzte Wort. Aber ich hoffe natürlich, dass der Film zu seinem Publikum findet, dass das Publikum sich berührt wird von dieser Geschichte, dass sich vielleicht die Optik des Publikums auf künstlerische Werke ein bisschen neu justiert. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass sich das Walter Ruffer, das Publikum, das er vielleicht zu seinen Lebzeiten nicht gefunden hat, jetzt vielleicht postum nochmals findet für sein Buch. Das Buch hat es wirklich verdient, das muss ich wirklich sagen. Und ja, man sollte sich nicht zu viel wünschen, weil dann steht dann die Märklin-Eisenbahn am Schluss doch nicht unter dem Weihnachtsbaum und dann ist die Enttäuschung größer. Aber ich glaube schon, dass das ist, und das muss ich jetzt sagen, das ist für uns eine riesige Freude, dass wir mit diesem Film jetzt in München, ausgerechnet in München, diese Premiere an diesem, ich weiß, es ist ein tolles Festival und ich habe gesagt, jetzt alle meine Filmspendlis in Zürich, die davon gehört haben, haben gesagt, super München, es ist super das Festival und oh schade, ist es nur online. Aber ich finde auch, das ist schon super, dass es jetzt online ist und freuen uns jetzt einfach sehr. Ja. Vielen lieben Dank, Uli Meier, danke für diese schönen Abschlussworte und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute und mit mir zu sprechen. Liebes Publikum, Sie können den Film jetzt noch sehen bis zum 23. Mai online auf unserer Webseite. Empfehlen Sie den Film gerne weiter. Außerdem ist er für den Publikumspreis nominiert, gestiftet von Dreisat und BR. Da können Sie bis zum 21. Mai online abstimmen. Lieben Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Danke nochmal Uli Meier und ich hoffe, wir sehen uns bald in welcher Form auch immer wieder. Machen Sie es gut.